Stellt euch doch bitte mal Folgendes vor. Ihr steht morgens sehr früh auf, wandert durch wunderschöne Auenlandschaften, beobachtet den Sonnenaufgang, die Veränderung in der Natur, seht Tiere, die man sonst nur selten sieht und Tiere, die es eigentlich gar nicht gibt in Deutschland. All das direkt um die Ecke. Und wo? In Düsseldorf. Wer hätte das gedacht? Weiter nach dem Intro. Morgens um 2:30 aufzustehen ist echt übel. Guten Morgen. Dann sieht man so aus, also nicht nachmachen. Zunächst ein paar Worte über die Urdenbacher Kempe bei Düsseldorf. Das ist dieser Bereich hier. Früher lief der Rhein rechts herum in diesem Bogen, bis im Jahre 1300 schlag mich tot ein großes Hochwasser kam und der Rhein seine Fließrichtung verändert hatte. Seither fließt er links herum. Das ist nicht ungewöhnlich, das gab es in meiner Heimatstadt Haltern am See auch schon mal. Der Bereich zwischen dem alten und dem neuen Verlauf, ich ändere mal ganz kurz die Ansicht, ist heute die Auenlandschaft, wie wir sie eben kennen, und ich durchwandere heute einen kleinen Teil des rechten Bogens. Das ist der Bereich dort. Nur ein kleiner Teil. Links der grüne Bereich, den lasse ich heute komplett links liegen. Vielleicht mache ich darüber einen zweiten Teil. Nach etwa einer Stunde Fahrt bin ich jetzt an der Urdenbacher Kempe angekommen. Es ist jetzt ungefähr 4:30 und man hört es vielleicht im Hintergrund. Die Vögel sind schon mächtig dabei, Radau zu machen, weil in etwa einer Dreiviertelstunde ist Sonnenaufgang, aber man merkt jetzt schon, dass es langsam heller wird. Hey, Sonnenaufgang. Direkt am Anfang meiner Wanderung habe ich schon geglaubt, ich gucke nicht richtig. Da stand ein Zebra. Und erst durch das 400 mm Teleobjektiv konnte ich sehen, okay, kein Zebra, sondern ein Pferd mit einem Zebra-Überwurf. Kein Wunder, dass das Gebiet als Auenlandschaft bekannt ist. Direkt neben dem Weg sind immer wieder kleine Bäche, Flussläufe, Sumpfgebiete, Überflutungsgebiete. Ja, genau. Wie man es auch nennen mag, wenn ich mich mal rumdrehe auf der anderen Seite. Das sieht man jetzt nicht so richtig gut, ne? Aber direkt 5 Meter vor mir ist ein Bachlauf. Dahinter kommt noch mal eine Reihe Brennnesseln. Und dann kommt schon wieder eine Wasserfläche vor den, was sind das da? Pappeln, glaube ich, ne? Also schon nicht schlecht. Ne? Man läuft hier auf dem Weg und links und rechts davon ist einfach nur Natur. Das Allerbeste war allerdings, dass ich alleine durch die Auenlandschaft wandern konnte. Natürlich war es noch sehr früh, aber Wochenende und Bombenwetter. Ich hatte eigentlich erwartet, dass noch andere Leute, vor allen Dingen auch Fotografen und Naturliebhaber, diese Region erstürmen würden, aber das war nicht so. Ich konnte wirklich unbehelligt, ganz alleine durch die Auenlandschaft wandern, konnte mir alles in Ruhe angucken, konnte filmen und fotografieren und das war wirklich himmlisch ruhig und eindrucksvoll. Das Einzige, was mich ein bisschen gestört hat, nach Sonnenaufgang kamen die ganzen Stechmücken raus, was nicht wirklich verwundert, weil große Teile der Auenlandschaft sind praktisch stehende Gewässer und wenn man dann da in Ruhe seine Fotos machen möchte und ständig von diesen Mistviechern geärgert wird, da sollte ich wirklich beim nächsten Mal dran denken, ein bisschen Spray mitzunehmen, Antibrum oder was es da so gibt. Ne? Sonst hat man nicht wirklich vernünftig seine Ruhe. Aber man hat die Natur da einfach mal machen lassen. Alles, was umfällt, was vermoddert, lässt man einfach auch liegen und vermoddern. Und das sieht man auch der Landschaft an. Dadurch ergibt sich die Vielfalt, die man sonst nur selten sieht. Ich meine, hier dieser Silberreiher zum Beispiel. Wann sieht man mal in freier Natur einen Silberreiher? Das ist doch wunderschön. Also ich war wirklich fasziniert und ich muss auf jeden Fall nochmal hin. Nur als quasi Fotograf, nicht als Filmemacher. Um mich irgendwo hinzusetzen in aller Ruhe und so wie hier das Rotkehlchen, kleiner Schnappschuss, solche Vögel und so wie hier den Buntspecht in Ruhe mal fotografieren zu können,
Buntspecht sieht man auch nur sehr selten. Und ich habe hier nach den Videoaufnahmen versucht, ein schönes Foto zu machen, aber der Bursche, der war natürlich immer so schnell in seinen Bewegungen. Und nach ein paar Sekunden, nach ein paar Fotos hat er sich dann auf und davon gemacht. Ich hatte einfach keine Chance. Ja, von wegen haha, erstmal besser machen und dann lachen. Ja, wie dem auch sei, ich habe tatsächlich erst auf dem Rückweg am Ende meiner Wanderung die ersten Wanderer, Jogger und Fotografen gesehen. Das zum Beispiel hier, das müssten Nilgänse sein, wenn ich mich nicht täusche. Und ansonsten war es komplett leer hier. Ne? Man kann den Weg runter gucken, kein Mensch da. Also total schön, entsprechend auch ruhig und erholsam für mich. Ich muss gleich mal auf dem Handy gucken, wo ich ungefähr bin. Hier in der Kempe. Auf jeden Fall habe ich so allmählich mein Limit für heute erreicht. Mein Fersensporn fängt langsam an zu zwicken. Und die Strecke, die ich ja reingelaufen bin, muss ich auch noch zurücklaufen. Also muss ich irgendwann umdrehen, damit ich hinterher überhaupt noch laufen kann und morgen keine Krücke brauche. Deswegen mache ich jetzt auch an dieser Stelle Schluss. Ich hoffe, der Film hat euch wie immer gefallen. Ich würde mich über einen Daumen hoch freuen und über ein Abo für meinen kostenlosen Hobbykanal, mit dem ich kein Geld verdiene und auch kein Geld verdienen will. Ich wünsche euch alles Gute, bleibt gesund. Bis dann, tschüss.